So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Einige kennen das vielleicht schon, das Original Duff Bier. Sieht jetzt aber komisch aus, ist aber kein... Wo steht das denn? Ich wollte jetzt sagen, das ist auf jeden Fall eine Special Edition. Das ist nämlich die Football Edition davon. Ihr wisst, Duff Bier ist ja eigentlich in so einer roten Dose. Das kennt ihr noch vom Homer, von den Simpsons aus Springfield. The Original Duff Bier. Sieht man jetzt hier, ist halt in so einer Football-Edition. Da ist auch ein Typ mit dem Helm drauf. Der fängt da auf jeden Fall den Football gerade. Das wollen wir heute auch mal testen, nochmal sagen, wie das schmeckt, wie das so drauf ist. Mit dem Isbo habe ich damals im Sommer auch ein ganzes Paket vernichtet. Und das tritt heute an gegen das Trabi-Bier, Trabi Deluxe, seht ihr hier, 500 cc Dosenbier, ne, ist auch eine sehr schöne Dose, eine schöne Verpackung, habe ich irgendwo gefunden, ich weiß gar nicht mehr wo, wollte ich aber auch unbedingt mal testen. Das Duff hat 4,9% und das Trabi-Bier 5,3, Stammwürze 12,4, aber 5,3 Alkohol momentan dabei. Wir machen erstmal das Duff auf. So, nehmen da mal einen kleinen Hieb und gucken mal, was das Duff kann, ob ich es noch so in Erinnerung habe. Riecht eigentlich wie 5-0er Dosenbier, also irgendwie so ein bisschen so schwer, so dunkel. Boah, ich weiß jetzt noch, als wir damals das Video gedreht haben, auf die Dicken, war das auf die Dicken? Ja, das war auf die Dicken. Das andere war ja wieder was anderes. Aber als wir auf die Dicken gedreht haben, weil das andere war ja so sind wir, beziehungsweise wir trinken Dosenbier, wie Isbo es nennen wollte, bei auf die Dicken hat der Isbo nämlich Duff-Bier mitgebracht und wir saßen im Brunnen und haben immer das Duff-Bier getrunken. Ich habe immer zu ihm gesagt, es schmeckt so widerlich, wenn es wenigstens schmecken würde. Und habe jedes Mal das Gesicht verzogen wie sonst was. Und er hat immer gesagt, ach, ich dachte eigentlich, das hat uns immer mal gut geschmeckt. Wir mussten dann immer gucken, dass wir das wegkriegen, ne? Jetzt, wo ich so probiere gerade, finde ich es gar nicht so schrecklich. Aber ich finde trotzdem noch das 5-0er immer am besten. Ich weiß nicht, das trifft einfach meinen Geschmack. Das kann ich auch nicht beschreiben, warum. Das ist mir ein bisschen zu bitter auch. Also da verzieht sich trotzdem wieder mal mein Gesicht. Wir gucken aber mal, was das Trabi-Bier kann. Vielleicht kann das ja mehr. Heute eben mal keine Limos, keine Energies. Heute direkt eine Bierfolge. Wir machen mal das Trabi-Bier auf. Riechen hier auch mal dran. Da kommt schon eine kleine Schaumkrone raus. Guck, da kann ich auch drücken. Da tanzt sie ein bisschen für euch. Erstmal den Schaum weg und der Schaum schmeckt auf jeden Fall jetzt schon noch bitterer als alles andere. Gut, das schmeckt nicht so dunkel wie das Duff. Das ist nicht so, das ist nicht so schwer und liegt so richtig. Das hat wieder so eine leichte Note, die so nach oben geht, aber trotzdem hier oben sehr bitter ist. Ich würde sagen, das Duff ist vergleichbar mit einem 5-0er Dosenbier und das Trabi. Das schmeckt eher wie eine Art Wickkühler oder sowas. Alles, was so in grünen Flaschen immer rumfliegt, die haben ja eigentlich eher eine leichtere Note, sind aber trotzdem bitter. Kann ich nicht verstehen, keine Ahnung. Sind beides auf jeden Fall jetzt nicht so mein Geschmack. Ich muss mal gucken, der Ditchen ist auch gerade da, der ist schon wieder in der Küche, der macht da irgendwas. Und ich habe gesagt, ich teste die mal kurz, dann kannst du ja das Duff austrinken. Ich trinke dann das Trabi, gemütlich aus in Ruhe. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das Trabi nehmen soll oder das Duff. Aber am Ende jeder Folge, wo wir auch Getränke haben, gibt es natürlich eine Dose 5-0er Original. Immer noch vom Videodreh mit dem Isbo. Die machen wir natürlich auf, voller Vorfreude.
Und wenn die auf ist, kippen wir uns die immer rein auf X am Ende jeder Folge. Ich weiß nicht, warum ich das eingeführt habe. Seitdem mache ich das eben immer so. Wenn sie leer sind, muss ich aufhören. Dann geht es nicht mehr. Aber solange noch welche da sind, kann man das ja mal machen. Also gönnt euch 5-0er, gönnt euch Duff, gönnt euch Trabi. Wenn ihr auch irgendwelches besonderes Bier habt oder irgendwelche leckeren Sachen, schreibt es mal in die Kommentare. Mal gucken. Kennt ihr das Trabi-Bier? Habe ich, glaube ich, im Netto gefunden. Ich glaube, das war ein Netto, aber das ist bestimmt jetzt wieder schon 100 Jahre her. Das gibt's eh nicht mehr. Also, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. An Flatty.